Ja, wie Zuschauer daheim auf TV24 sind auch wir hier im Studio, der Andreas Hänni und der Thomas Walser am Schauen, wie verrückt das Spiel. 2:2 steht es nach 60 Minuten. Und am Schluss haben wir das gesehen, was wir schon häufig gesehen in dieser Saison, der Cristi Domenico, der nicht von Mies und nicht von Mies und nicht von Mies geht. Wie lange kann das gut gehen? Ja, das werden wir jetzt sehen. Also ist ja nicht nur der Cristi Domenico, der so lange gespielt hat. Auch wir haben im Vorfeld diskutiert die sogenannte erste Linie, wo wir im dritten Drittel wieder umgestellt, die drei Ausländer zusammengetan haben. Und die zwei Goal, die wir aber gesehen haben, sind die Ausländer nicht beteiligt gewesen. Darum ist klar, ist immer das Gleiche. Wenn die Domenico jetzt entscheidende Goal schießt, dann hat der Coach alles richtig gemacht. Und wenn eben nicht, ja, dann ist es nicht gut. Dann müssen sie wahrscheinlich noch mehr über die Bücher. Wir schauen uns für die Zuschauer daheim auf TV24, die den Ausgleich noch nicht gesehen haben, für Bern Rashan, das 2:2. Du hast es gesagt, es ist eben nicht von der Paradenlinie gekommen. Also da sehen wir Colin Gerber, der Puck aufs Goal bringt, und Joel Vermin, der sehr gut die Position sich da erkämpft vor dem Goal, sehen wir sehr gut. Niffler, der überhaupt nichts sieht, und SCB ist sehr gut in diesen Situationen auf der Forecheck. Das heisst, sie kommen in der Offensivzone in Packbesitz und bringen sie dann nachher aufs Goal, sehr gefährlich. Was man auch sagen ist eben Rapperswil, wir haben sie gelobt und dann haben wir darüber geredet, über das Spiel, das sie machen aus den eigenen Zonen raus, wo sie eben den Puck behalten und auch bei dir mal das Risiko nehmen. Jetzt haben wir da genau so ein Beispiel gesehen, wo ein bisschen wie der Preis ist, wo man dann bei dir dafür zahlt, dass man die Risiken nimmt. Kommt sie halt zum Gegner und dann kommt man auch mal ein Goal über. Dann kommt man auch mal ein Goal über. 2:2 steht es also zwischen den Lakers und dem SC Bern nach 60 Minuten. Und jetzt gehen wir wieder auf Rapperswil. Wir gehen wieder zum Jan Billeter für die Verlängerung. Und die Lakers spielen ihre dritte Overtime in dieser Saison. Sie konnten noch keine gewinnen, haben nach Overtime ihn verloren, als sie den Goalie rausgenommen haben und es mit 4 Spielen versucht haben. Aber im Penaltyschießen, da sind die Lakers klasse gewesen. Da konnten sie 2 Partien entscheiden. Ramon Untersander nimmt Anlauf. Ennis. Und hinten kommt dann auch noch Di Domenico. Aber Untersander hat hier als erster versucht, in einen Abschluss zu gehen. Und eins ist auch klar, dass Endergebnis wird heute 3:2 oder 2:3 sein. Bern hat bereits 6 solcher Spiele erlebt mit diesem Ergebnis, 3:2 oder 2:3. Auch das letzte Spiel, das dann verloren ging gegen den EHC Biel, endete mit 2:3. Untersander gegen Schröder. Und Tyler Ennis. Ennis, Untersander, Ennis, Tor! Klasse gespielt von diesen beiden. Di Domenico, erster Gratulant. Und der SCB schafft es. Holt sich den Sieg in der Verlängerung. Gewinnt also mit 3:2. Ramon Untersander, der auch heute wieder Marathonmann gewesen ist, beteiligt an dieser Aktion. Und auch Di Domenico stand auf dem Eis. Also doch alles richtig gemacht. Und der Torschütze ist Tyler Ennis. Der Mann, der heute zum zweiten Mal für den SCB spielt, also mit seiner Premiere. Und es ist gleich das Game-Winning-Goal hier. Super gespielt, der Doppelpass. Melvin Niffler ohne Chance. Und Bern holt sich also den 2. Punkt, gewinnt eine Verlängerung. Ja, forciert und eben alles richtig gemacht, wenn es dann eben so endet. Und die Rapperswil-Jona Lakers, die verlieren zum 3. Mal in Serie. Immerhin gibt es einen Punkt, aber sie haben so viel Aufwand betrieben, so viele gute Chancen gehabt, die werden überhaupt nicht zufrieden sein.
Nachdem sie im letzten Heimspiel ihre erste Niederlage kassiert haben, folgt also heute gleich die zweite Rapperswil-Union, das zu Hause eine Wach gewesen ist. Aber Philipp Wüthrich, der zum besten Spieler ausgezeichnet wird beim SCB, er hatte einen riesen Anteil an diesem Sieg. Wüthrich hat wirklich absolut top gespielt und bester Spieler bei Rapperswil-Union ist also Tyler Moy. Ja, da war also was los. Und die Zuschauer, die hier lange im Stadion gewesen sind, haben viel Eishockey serviert bekommen. Und es ist schon immer wieder verrückt, wie es Bern dann schafft, solche Spiele zu gewinnen. Also das war's jetzt aus der St. Galler Kantonalbank Arena. Ich freue mich auf die Highlights, aufs Studio mit Daniela Milanese, Thomas Walser und mit Andreas Handy. Die Highlights und alle wichtigen Geschichten jetzt. Das ist die Highlights-Sendung zum heutigen Hockey oben. Schön, seid ihr mit dabei. Wir schauen uns gerade an, welche vier Paarungen heute zu oben auf dem Programm gestanden sind. Beispielsweise Ambri gegen Aschua. Da hat es ein Berner Duell zwischen Biel und den Tigers. Die Lakers Heidenheim, der SC Bern empfangen und Lugano trifft auf einen Leader auf Genf Servette. Und in Anbetracht der vorgerückten Zeit schlage ich vor, Thomas Walser und Andreas Henni, wir legen gerade los mit unserer Rundreise durch die Hockeyschweiz. Wir legen los im Tessin unten. Lugano gegen Genf, das ist der erste Match, den wir uns anschauen. Und dort geht es für Lugano vom ganz Grossen, der würde heissen, endlich mal eine Siegesserie anlegen, zum ein bisschen kleineren, das heisst zumindest mal eine Serie von Heimsiegen. Weil die letzten beiden Partien daheim, die hat Lugano können gewinnen. Mal schauen, wie es ihnen heute zu oben gegen Leader aus Genf gelaufen ist. Troy Joseph soll helfen, den dritten Heimsieg in Folge einzufahren. Der Kanadier fehlte zuletzt und feiert heute sein Comeback. Bei den Genfern fehlt Robert Meyer. Er hat die Reise nach Lugano nicht mitgemacht. Im Tor heute Abend Gauthier Deglou. Lugano startet mit viel Power und Druck in diese Partie. Wie können sich die Bianconeri ein Chancenübergewicht erspielen? Bei diesem Angriff läuft die 12. Spielminute. Nach einem Bulli-Gewinn laufen die Genfer in einen Konter. Lugano macht Druck, Husky auf Riva und sein Schuss landet im Tor. Chris Bennett lenkt vor dem Tor die Scheibe entscheidend ab und belohnt sein Team für eine engagierte Startphase. Nur 3 Minuten später rollt der Lugano-Express schon wieder an. Deglou mit dem Abpraller, die Scheibe bleibt heiß und Lugano baut die Führung aus. Marco Zanetti sorgt mit seinem dritten Saisontor für die 2:0 Führung. Der 20-jährige Italiener mit Schweizer Lizenz profitiert vom Durcheinander in der Genfer Abwehr. Servette ist gefordert. Die Gäste starten gut ins zweite Drittel, kommen zu dieser Chance durch Vincent Praplan. Aber Mikko Koskinen im Tor von Lugano bleibt unbezwungen. Kurz nach Spielhälfte läuft dieser Angriff über Jacquemet mit dem Pass auf Praplan. Omark und da ist Koskinen zum ersten Mal bezwungen. Linus Omark, der Zauberschwede mit seinem dritten Tor in den letzten 3 Partien. Kurz vor Ende des zweiten Drittels das erste Powerplay für Servette. Aber der Leader tut sich weiterhin schwer. Lugano rettet sich mit dem Mini-Vorsprung in die Pause. Das Powerplay zu Beginn des letzten Abschnitts bringt Servette nichts ein, aber die Gäste kommen in der 47. Minute zum nächsten Überzahlspiel. Marco Müller muss für 2 Minuten in die Kühlbox. Die Strafe läuft ab. Müller ist zurück, aber die Scheibe im Tor. Simon Lecoultre zieht ab. Die Scheibe wird vom Schlittschuh von Samuel Guerra unhaltbar abgelenkt. Viel Pech bei diesem Gegentor für den HCL. Servette hat jetzt den Turbo gezündet. Der Leader spielt groß auf, Lugano schwimmt und Lugano ist das erste Mal im Rückstand. Nur gerade 50 Sekunden vergehen zwischen dem Ausgleich und dem Führungstor von Teemu Hartikainen, der finnische Weltmeister und Olympiasieger mit seinem 8. Saisontreffer.
Lugano in der Schlussphase mit dem Mute der Verzweiflung. Riva mit dem Pass auf Bennett, sein Schuss nicht im Tornetz, sondern nur am Außennetz. 2:27 vor Schluss macht Mikko Koskinen einen zusätzlichen Feldspielerplatz. Das Anrennen der Luganesi bleibt allerdings unbelohnt und auch Servet lässt noch eine Chance liegen. Der Leader gewinnt in der Corner Arena nach einem Zwischenspurt mit 3:2. Ja, ein Zwischenspurt von 50 Sekunden mit 2 Goal, aber aus Lugano-Sicht ärgert die Niederlage. Puh, die ist besonders bitter, auch nach Expected Goals. Also Lugano war klar besser gewesen und also Genf hat nicht einfach nur gewonnen in Lugano, sind den Match gestohlen. Aber eben auf die andere Seite, ich glaube, eine Mannschaft mit extrem viel Selbstvertrauen für den Moment. Du hast es gesagt, ein Doppelschlag, auf einmal 2-3 und dann haben sie es am Schluss sehr gut verwaltet. Mhm. Verwalten ist es aber. Für Lugano heisst es natürlich auch, jetzt das erste Mal, nachdem sie haben zwei Heimspiele gewinnen konnten, haben sie jetzt wieder zwei Niederlagen hintereinander. Die Serie ist jetzt gerissen. Also die kommen nicht auf einen grünen Zweig einfach. Nein, aber trotzdem, also die Statistik und auch das Spiel, das sie gespielt haben, ist mutig gewesen, ist ein guter Auftritt gewesen und sie sind einfach nicht belohnt worden heute. Aber ich glaube, wenn sie so weiterspielen wie heute, dann muss man sich nicht gross Sorgen machen um die Mannschaft. Also die Hoffnung nicht aufgeben aus Sicht von Lugano und wir gehen ein Haus weiter, wir gehen ins Bernbiet. In Biel hat es geheißen, Biel gegen Tigers. Und da sind Tigers mit ihrem Goalie Nummer 2 antreten. Der Stefan Jagleimer gesehen. Und da sehen wir schon der Simon Ritz, der das Gleiche hat auch für Biel gegolten. Beide also mit ihrem zweiten Goalie. Wie sehr erstaunt euch jetzt das bei diesem Duell? Also, es ist wichtig, dass man da mit den Goalies schaut, dass man nicht den einen verheizt. Langenau hat Bolzhausen sehr, sehr viel gespielt und sehr gut gespielt. Und es hat er bei Biel. Und jetzt hat man da heute Spiel und morgen Spiel. Und von dem her erstaunt es mich nicht gross. Mhm. Es ist eigentlich da zwei Teams, wo jetzt nicht heute das allerwichtigste Spiel ist. Heute ist eigentlich klar, Biel muss gewinnen. Und von dem her ist das vielleicht ein guter Moment, um mal Nummer 1 ein bisschen Verschnaufpause geben. Ein bisschen Luft verschaffen. Der Stefan Jarle ist mit seinem dritten Einsatz und der Simon Ritz ist sogar erst 86 Minuten zum Einsatz gekommen bis zu diesem Spiel heute. Und dann steigen wir doch gerade mal ein in das Spiel, das aus Bieler Sicht sehr, sehr gut angefangen hat. Biel ist nämlich in der 7. Minute 1:0 in Führung gegangen. Der Alexander Jakovenko hat da seine Mannschaft 1:0 in Front geschossen. Dann ist es, da sehen wir es nochmal herrlich gemacht, und dann ist es ein Moment gegangen bis zum zweiten Bieler Treffer, 7 Sekunden vor Ablauf vom ersten Drittel, der Mike Künzle mit dem 2:0. Also natürlich ein guter Start von Biel, aber da sehen wir jetzt 2 Goals, es ist natürlich viel, viel mehr passiert, es ist klare Dominanz von Biel und insbesondere einfach immer wieder, wo sie in der zentralen Slot-Position zum Abschluss gekommen sind. Und die Dominanz von Biel, sie ist weitergegangen, auch im zweiten Drittel. Und das hier ist nämlich schon der dritte Bieler Treffer, der Janik Rathgeb, der hier das 3:0 erzielt hat. Ja, da ist also Langnau wirklich eiskalt verwischt worden in diesem Spiel. Gibt es eine Erklärung für das? Ja, ich würde sogar sagen, heute Abend war Langnau desolar gsi, also von A bis Z. Oder? Sie sind nicht gut ins Spiel gekommen, sie sind überrumpelt worden und sie haben eigentlich nie einen Moment gehabt im Spiel, wo sie irgendwo den Anschein gemacht hat, dass sie zurückgehen könnten. Und ich glaube, wichtig ist für eine Mannschaft wie Langnau, und das weiss auch der Thierry Patalini, das Spiel so schnell wie möglich abhaken, heim und dann führen schauen. Wir können es hier noch nicht ganz abhaken, weil das Desolate, es kommt besonders gut zum Eindruck, wenn wir uns jetzt die nächsten Goal anschauen, weil es sind praktisch Goal im Minutentakt gefallen. Da sehen wir das 4:0. Wir haben eigentlich immer gute Positionen oder einigermaßen okay Positionen und das ist jetzt einfach auch Pech, wo es einen Ablenker gibt und Sarajevo, ich glaube, und da kannst du nichts machen, oder? Aber wenn wir jetzt hier wieder schauen, oder dann haben zwar schon 4-5 Langnauer vor dem eigenen Goal oder beim eigenen Goal, aber man hat dann einfach nicht die Defensivposition gegen den Gegner. 5:0, einfach schnell noch vom Fabio Hofer ist das da gewesen. Und es ist nicht lang gegangen, der ist auch noch 6:0 gekommen. 1 Minute 38 für die 3 Goal haben sie gebraucht, der Mike Künzle mit seinem zweiten, Andrea.
Genau, aber wir sehen auch da wieder, eigentlich sind es die Position. Und das ist einfach ein langer, langer, weiter Weg für Langnau, um da einigermaßen erfolgreich und konstant wieder in der Liga zu spielen. Und was man jetzt beim heutigen Spiel nicht vergessen ist, sie sind nicht besser unterwegs dieses Jahr, als sie das letzte Jahr unterwegs waren. Sie haben gerade einen enorm wichtigen Sieg in Aschau im letzten Spiel. Und es ist irgendwie absehbar, dass es wieder solche Momente geben wird, wo alles sehr, sehr schwierig ist. Und die Konstanz, die sie haben, das, oder wo sie eben ankommen müssen, da sind sie einfach im Moment noch weiter weg. Sie können gute Spiele bringen. Und dann gibt es irgendwie ein Spiel, wo sie einfach ganz klar unterlegen sind. Aufbauen. Ich will nur schnell ganz kurz sagen, aber zum Gegner Biel. Also Biel hat, muss schon sagen, auch einiges richtig gemacht. Ich meine, 7-2 am Schluss, 6 verschiedene Goalschützen. Also die Mannschaft ist heute mit Selbstvertrauen die Hai antreten und hat es dann aber auch können durchziehen. Und das ist natürlich für sie wichtig, dass eben nicht nur die Ausländer beispielsweise Punkte machen, sondern dass sich jeder auch in so einem Spiel kann ein gutes Gefühl holen kann. Jetzt zeigen wir noch das noch bis zu dem 7-2. Weil ein gutes Gefühl haben sich wenigstens in kurzen Moment von diesem Spiel auch noch die Tigers können. Sie haben nämlich noch Goal geschossen. Da sehen wir das erste Goal von den Tigers. Der Sami Lepistö war das, der das 6-1 erzielt hat. Und dass sie hier eine Reaktion haben können zeigen und sogar noch zu einem zweiten Treffer gekommen sind durch Jules Sturni. Übrigens sein erstes Goal in dieser Saison. Das ist ja schon etwas Positives, das man eigentlich mitnehmen kann aus Tigers Sicht, oder? Wenn ich noch 2 Goal geschossen hat. Ja, aber ob es eine grosse Reaktion ist, bezweifle ich. Oder? Ist natürlich bei so einem Spielstand, glaube ich, wenn du irgendwie 4, 5 oder 6 Goal Vorsprung hast, dann bist du auch defensiv aus Sicht von Biel nicht mehr ganz gleich. Aber aus Sicht von Langnau sicher besser oder sicher gut, dass sie nicht ganz mit den Brüllen heimgehen. Und dann schauen wir uns noch den letzten Treffer an vom heutigen Oben. Der Schlusspunkt vom Jere Salinen ist das 7-2 eben zum Endresultat für EHC Biel. Der EHC Biel, der damit seine Siegesserie heute Oben ausbauen kann. 8 Siege hintereinander. Heid Bieler jetzt mittlerweile schon aneinandergereiht. Wie sehr beeindruckend diese Serie? Sehr, sehr beeindruckend. Nicht das erste Mal, dass Biel eine extrem gute Phase hat. Und ich habe vor der Saison gedacht, also das überrascht mich nicht, der Aspekt. Bei Biel ist immer, muss man sehr schauen, wenn es nicht läuft. Mhm. Sie haben dann auch negative Phasen gehabt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Herausforderung für sie. Und dass sie sehr gute Mannschaft sind und auch mal wirklich ein paar Siege aneinander können reihen, das wissen wir. Die negative Phase ist so in der letzten Saison erfahrungsgemäß ein bisschen später im Jahr gewesen. Meistens im Dezember ist es, glaube ich, so wie gewesen. Der Thomas Walser hat schon gesagt, 6 verschiedene Torschützen beim EHC Biel heute oben. Der Einzige, der 2 Mal getroffen hat, ist der Mike Künzle und ihn hören wir jetzt im Interview. Mike Künzle, hat er heute Abend je einmal am Sieg gezweifelt? Nein, ich denke es nicht. Vor allem, so wie wir am Anfang auftreten sind, haben wir unser Spiel eigentlich die ersten 30 Minuten konstant durchgezogen und dann ja, haben wir ein bisschen das Gas rausgenommen und ich denke, es ist sicher wichtig, dass wir am Schluss noch mal ein bisschen anziehen können, weil sie sind doch zweimal mit einer 2-1-Situation noch mal gefährlich geworden, haben 2 Goal gemacht und darum zweifelt haben wir eigentlich nie. Ihr habt 2 Goal geschossen. Ist das auch ein teaminternes Statement gewesen, die H2O-Linie, die vorletzt so viele Goal geschossen hat? Ich denke, es ist sicher schön, wenn es einer Linie läuft, dann ja, es ist selber ein bisschen weniger Druck, dass du jetzt irgendwie noch den Karren musst reissen. Und es macht nur schon Spass, denen zuzuschauen. Und dann willst du sicher auch noch etwas dazu beitragen. Danke vielmals. Ja, und das Wort von Mike Künzle, der Karren zu Biel, der läuft definitiv der Volkswelle hier von den Bieler Spielern. Sie geht also weiter. Wir machen einen kurzen Moment Werbung und dann sind wir zurück mit Ambri gegen Aschua. Da sind wir wieder in unserer Highlight-Sendung und wir machen weiter mit der Partie Ambri gegen Aschua. Das sind 2 Teams, die hier aufeinander getroffen sind, was beide im Moment nicht ganz so rund läuft. Ambri hat das letzte 3 Mal hintereinander verloren. Noch düsterer, respektive noch röter sieht es in der Tabelle für Aschua aus. Aus den letzten 10 Spielen hat es für die Jurassier nur gerade einen einzigen Sieg gegeben. Und darum haben wir uns gefragt, vor dem Spiel, wer von diesen beiden Teams kann die Negativspirale heute zumindest mal bremsen. Ja, ein Erfolgserlebnis. Das wäre doch was. Beim Heimteam heute Abend Benjamin Gons wieder zwischen den Pfosten. Auch bei den Gästen gibt es eine Torhüter-Rochade. Tim Wolf nimmt den Platz im Tor ein.
Das Heimteam übernimmt gleich zu Beginn die Initiative. Wir sind in der ersten Spielminute. Johnny Kneubühler mit dem gefährlichen Querpass. Heim und wieder Kneubühler und Ambri führt bereits nach 56 Sekunden mit 1:0. Ajua lässt sich durch den frühen Rückstand aber nicht verunsichern. In der 13. Spielminute ein schneller Gegenstoß, Unordnung in der Ambri-Abwehr und TJ Brennan mit dem Ausgleich. Ajua hat nun Lunte gerochen. Sie stellen Ambri vor Probleme, kommen in der letzten Spielminute des Starttrittens zu diesem Gegenstoß über Le Duc. Brennan und der Verteidiger macht sich zum Doppeltorschützen. Ajua hat die Partie im Startdrittel gedreht. Es sind die Gäste, die im zweiten Drittel zuerst zu einer Chance kommen. Von der blauen Linie zieht Jordan Howard ab und Ajua führt erstmals mit 2 Toren Vorsprung. Die Scheibe wird vor dem Tor noch von Reto Schmutz abgelenkt. Ambri versucht zu reagieren, doch die Gäste schaffen es, immer wieder einen Schlittschuh oder einen Stock in die Schussbahn zu halten. Es ist ein frustrierender Abend für Ambri. Das Ajua-Tor ist wie zugemauert und Ambri-Coach Luca Cereda mit dem Schiedsrichter nicht immer einer Meinung. In der 31. Spielminute lancieren die Jurassier den nächsten gefährlichen Angriff. Guillaume Asselin hat viel Platz, sein Schuss landet aber am Pfosten. Ambri lässt weiterhin sehr viel zu. Diesen Konter über Jonathan Hazen zum Beispiel und Klingelingeling zum zweiten Mal beklagen die Gäste einen Metalltreffer. Hat sich das Blatt nun gewendet? Ambri mit dem letzten Angriff des zweiten Drittels. Plötzlich steht Klapik völlig frei und die Zuversicht ist zurück in der Gotardo Arena. Nach 3 torlosen Partien trifft der Tscheche wieder. Es steht nur noch 2:3. Druckvoll kommt Ambri aus der Kabine. Aber wie schon zuvor lassen sie dem Gegner zu viel Raum und Platz. Der schnelle Gegenstoß über Schmutz, dann kommt Hazen und der bezwingt Kors zum 4. Mal. Was für ein Klasse-Tor des Kanadiers. Ambri wirft jetzt alles nach vorne. Kostner versucht über die rechte Seite, sein Schuss wird zur idealen Vorlage für Jesse Virtanen. Der Anschlusstreffer für Ambri, 5 Minuten vor Spielende. Kurz vor Schluss macht Benjamin Kons einem Feldspieler Platz. Und das ist das Signal für Jonathan Hazen. Auch er wird zum Doppeltorschützen, sichert seiner Mannschaft den 5:3 Sieg in Ambri. Ajua kann also seine Auswärtsbilanz aufpolieren. Die Jurassier kommen im Tessin zu ihrem 2. Auswärtssieg der Saison. Also bremsen die Spirale, um das nochmal aufzunehmen. Also die Jurassier und nicht Ambri. Und muss man bei Ambri schon vor einer Krise reden, mit dem 4. Niederlage hintereinander? Also Ambri ist sehr gut gestartet, aber von den Resultaten her noch ein bisschen besser, als wie sie gespielt haben, oder? Und jetzt das heutige Spiel war okay, es war sicher nicht überragend, es war ein bisschen ungestimmt und nicht effizient. Und Ajua war sehr, sehr effizient. Und eben, also man kann immer schnell von Krise reden, aber es bringt ja nicht viel. Ambri weiss, was sie gut macht und was sie kompetitiv macht. Und sie haben heute gegen den Gegner, der eigentlich hätte müssen, Punkte das nicht gemacht. Und dann ist es immer schwierig, so den kühlen Kopf zu bewerben. Eigentlich heute, das Spiel von heute war nicht das Problem. Du kennst aber die Mechanismen in Ambri. Du hast Ambri gespielt. Ja. Haben sie einen kühlen Kopf? Das ist zwingend so sagen. Aber das ist im Sport allgemein ein bisschen so, dass man da natürlich die Emotionen erlebt. Aber nachher muss man natürlich auch dann die Analysen machen. Und dann sehen wir, eigentlich heute haben wir das okay gemacht und hat gut kreiert und sehr wenig zugelassen. Oder wenig zugelassen. Und ja, es ist nicht mehr ganz das abgeklärte Ambri von Saisonstart. Das hat man aber nicht einfach erwarten, dass das jetzt eben 52 Runden so läuft. Da sind wir sicher gespannt, wie es hier bei Ambri weitergeht. Bei uns geht es weiter mit dem letzten, mit der 4. Partie von heute. Und das war unser Hauptspiel zwischen den Lakers und dem SC Bern. Ein Spiel, das mit 20-minütiger Verspätung angefangen hat. Das wegen einem
riesen Loch, man kann schon fast sagen, aus Hockey-Sicht einem Krater im Eis, das es hier gegeben hat. Das Spiel hat nicht nur eben verspätet angefangen, es hat auch immer wieder Unterbrüche gegeben, weil eben das Eis hat müssen geflickt werden. Eine Situation, die wir noch nicht so häufig in dieser Form haben gesehen. Und wir steigen ein in die Partie mit dem ersten Treffer und gefallen ist das erste Goal für die Gäste aus Bern. Sehr gut, wie Bern durch die Mittelzone kommt. Ein super Pass von Thierry Bader auf den Tristan Gervais mit einem Direktschuss und chancenlos den Melvin Niffler im Goal von den Lakers. Und auch beim zweiten Treffer vom Spiel, im Ausgleich für die Lakers, haben eigentlich Berner am Schluss fast mehr gemacht. Sie haben eigentlich den Treffer erzielt. Ja, aber es ist ein super guter Versuch. Zuerst von Giavenca durch die ganze Box. Und dann gibt es so einen Loose-Buck. Und am Schluss ein Dreckungsgoal, der Profico. Zuerst am Golubev ein Schoner oder ein Schuh und dann am Untersander. Aber natürlich wichtig war für die Lakers zu diesem Zeitpunkt. 38 Minuten sind hier gespielt gewesen, oder die 38. Minute, wo der Ausgleich ist gekommen. Es ist sogar noch besser gekommen aus Sicht der Lakers, nämlich auch noch die Führung gekommen. Genau, kurz vor Ende, zweites Drittel, Rapperswil im Powerplay und schlecht ab dem Bulli, wo der SCB ist und Noro, der das sehr gut sieht und da näher in die Mitte fährt und nochmal den Schuss bringt und dann die zwei Berner Verteidiger, die zu wenig gut die Rebound-Position vor dem Goal verteilt und Tyler Moy, der das perfekt antizipiert. Und dafür. Tyler Moy mit seinem 8. Goal in dieser Saison. Da müssen wir warten bis in die 49. Minute, bis wir ein nächstes Goal gesehen haben. Gefallen ist es für den SC Bern. Ja, Flüchtigkeitsfehler. Das viel angesprochene gute Puck-Management in der eigenen Zone hat da Lehrgeld gezahlt. Back vom Gerber, der vor's Goal geht, Wermin lenkt ihn im richtigen Moment ab. Also sehr einfach, aber sehr gut gespielt vom SCB. Und da ist kein Goal mehr gefallen in dieser Partie. Das hat geheissen, es gibt eine Verlängerung. Und die Verlängerung, die hat der Bern, der neue Mann beim SC Bern, zu Berner Gunsten entschieden. Der Tyler Ennis war das, der hier in seinem zweiten Spiel für den SCB trifft. Ja, für ihn persönlich sicher wichtig. Ich glaube, da sieht man gut. Ein 1-1, der Untersander sieht den Ennis, gibt einen Doppelpass. Dann kann er sich schön verstecken. Aber der Ursprung, ein guter Transition-Pass vom Di Domenico. Also der SC Bern entscheidet die Partie auswärts zu seinen Gunsten, gewinnt mit 3-2. Es war übrigens schon das 10. Spiel von 16 in dieser Saison, wo der SCB musste Überzeit schieben musste. Und jetzt hören wir uns eine Reaktion an von einem Berner Spieler, von Ramon Untersander. Ja, der Ramon Untersander, das ist ein Marathonmann, einer, der viel Eiszeit hat. Ramon Einweg und dann geht es immer noch in die Overtime. Und dann ist am Schluss gleich noch Kraft da, um noch den entscheidenden Spielzug zu machen, um das Goal zu schiessen. Wie bringt man das an? Ja, gute Arbeit im Sommer, gute Arbeit durch den Winter. Ja, professionell leben, gut essen, gut trinken, zum Körper Sorge geben und ja, einfach Freude haben am Hockeyspielen. Und ja, ich bin gerne auf dem Eis und ja, kämpfen bis zum Schluss. Ja, kämpfen bis zum Schluss. Wenn man so viel in die Overtime geht, wie ihr in dieser Saison, das glaube ich schon zum 10. Mal, was macht das mit einem? Hilft das vor allem eben auch? Oder was bedeutet das? Ja, es bedeutet, dass es immer enge Spiele sind, dass es recht zu und her geht und intensiv ist. Und ich glaube, das ist irgendwo auch ein Spass. Also ein Spassfaktor für uns natürlich, wenn die Spiele umkämpft sind. Aber ja, am Schluss, wenn wir einmal nach 60 Minuten gewinnen, ist natürlich das Ziel. Aber heute haben wir einen Goal-Rückstand aufholen, haben wir gemacht. Und ich glaube, das ist auch positiv. Ich habe das Gefühl, der Match sei noch viel länger gegangen als eh schon mit der Verlängerung. Wir sind nicht weit weg von dieser Stelle, die dafür Probleme gesorgt hat, weil wie ein Stück Eis rausgebrochen ist. Was ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass es bis auf den Beton Löcher hat im Eis. Und ja, das ist einfach gefährlich, wenn irgendwo ein Stück Beton ist. Und es waren recht grosse Löcher. Ja, das ist sicher sehr gefährlich zum Spielen für uns. Und nachher ist es gegangen? Ja, sie haben es halbmässig geflickt. Ja, das Spiel haben wir durchgebracht, aber ich glaube, es ist nicht das beste Eis heute. Gratuliere zum Sieg trotzdem. Danke, Ramon Untersander. Merci vielmals. Danke.
der SC Bern, der hier also der Auswärtssieg kann mit seinen Fans feiern. Und wir haben es gehört, das auf nicht dem allerbesten Eis. Ich weiss, das ist ein Stich ins Herz von jedem Eismeister, weil auch die Eismeister, die haben selbstverständlich ihren Stolz. Aber es ist halt schon so gewesen, dass heute Abend nicht nur die Akteure eine Rolle gespielt haben. Eine ganz wichtige Hauptrolle hat eben auch das Eis gehabt. Wegen diesen Löcher im Eis hat der Match nicht nur verspätet angefangen. Das Spiel musste auch immer wieder unterbrochen werden, damit man das Eis flicken konnte. Und wir haben hier im Studio gewährleistet, wie so etwas passieren kann. Und ich habe gehört, der Jan Billeter, der hat Antworten auf diese Frage. Ja, das ist die Stelle auf dem Eis. Da sieht man aber bis auf den Beton. Aber es ist jetzt eigentlich doch glatt, dass man jetzt geschafft hat, das Loch zu flicken. Aber ja, so eine Stelle hat heute Abend Probleme bereitet und dazu geführt, dass der Match eben auch später angefangen hat. Jetzt, wie kommt das da in Rapperswil? Ich konnte mit einem der Eismeister reden. Und das Problem ist, es fehlt da häufig Zeit in Rapperswil, um eine richtige Eisaufbereitung zu machen, damit die Qualität von dem Eis dann eben auch wirklich top ist, wenn gespielt wird. Und ja, mit was hat das zu tun? Man hat einfach viel zu wenig Kunsteis in Rapperswil-Jona. Für alle die Jugendlichen, die hier trainieren wollen, bei den Lakers, aber eben auch beim Eislaufclub, auch Eiskunstläuferinnen, das ist ein Problem, das man schon seit Jahren hat. Und das führt eben dazu, dass die Eisbelegung da drinnen im Stadion einfach enorm ist. Alle wollen aufs Eis, gehen trainieren und spielen. Und das führt aber eben dazu, dass die Eismeister manchmal einfach zu wenig Zeit zur Verfügung kriegen, um die Eisqualität top behalten. Also eine ganz schwierige Situation, das weiss man dann in Rapperswil, weg dieser Infrastruktur, die einfach ungenügend ist. Man hat da leider einfach eben zu wenig Eis, damit alle sich richtig austoben können und dass dann eben auch Qualität stimmt für den Nationalmatch, der dann eben Abend noch stattfindet. Danke, Jan. Also der dichte Stress auf dem Eis ist eigentlich die Schuld. Thomas, du kennst die Situation in Rapperswil bestens. Das heisst, ist die Stadt die Schuld? Ja, mit unserer Stadtschuld. Und ich weiss jetzt gar nicht, ob ich es gut finde, dass das heute passiert ist. Logischerweise nicht für den Match. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich, müsste eigentlich definitiv jetzt ein Wake-up-Call sein an die Stadt Rapperswil. Also ich weiss es noch aus meiner Zeit. Es ist wirklich sehr dicht. Es ist eigentlich überstrapaziert, das Eis. Also man muss allem gerecht werden. Die Öffentlichkeit, Eiskunstläufer und dann kurz vor dem Match ist noch irgendwo die Hockeyschule drauf. Und wenn das effektiv der Grund ist, dass man eben die Qualität nicht anbringt, dann sollte es am besten nächste Woche endlich anfangen, die neue oder die zusätzliche Eishalle bauen. Also da sind wir gespannt, ob das einen Einfluss hat, das, was heute zu oben passiert ist. Wir schauen uns die Resultate an. Wir sind froh, dass wir gespielt werden am Schluss. Das sind die vier Matches von heute. Amri verliert gegen Aschua 3-5. Bielbodigen zeigen es gerade mit 7-2. Die Lakers verlieren in der Verlängerung gegen Bern. Und Lugano verliert ebenfalls gegen Genf mit 2-3. Und wir schauen gerade subito weiter, was das für Auswirkungen hat auf die Tabelle. Nach wie vor Leader ist Genf auf Platz 2 Biel. Dann gibt es dort hinten dran eine kleine Lücke mit 7 Punkten, die jetzt hier Biel Vorsprung hat auf Fribourg-Gottero. Aber nach wie vor ist eigentlich zwischen 3 bis Zug runter, da ist alles sehr dicht beieinander. Wenn man bedenkt, ZSC Lions, die haben ja erst 12 Matches gemacht. Was ist für euch so das Erstaunlichste, wenn ihr jetzt die Bilanz ziehen müsst, von dem heutigen oben? Was ist das, was rausgestochen ist, jetzt mal abgesehen vom Eis, das nicht funktioniert hat? Ja, für mich schon. Es sind eigentlich die zwei Matches, die im Tessin stattgefunden haben. Es sind zwei oder vier Mannschaften gewesen, die sehr, sehr gut können Hockey spielen. Aber für mich eigentlich eine Überraschung, dass jetzt gerade in der Leventina, sprich in Ambri, der Sieg so hat können gestohlen werden von Aschua. Und auf der anderen Seite ein Game von den Match in Lugano auch gestohlen hat. Aber dort hatte ich eigentlich eher das Gefühl, dass die Mannschaft noch mehr zusammen ist mit dem Selbstvertrauen. Sie sind nicht umsonst auf Platz 1. Aber dass gerade beide, das sind noch Club, so die drei Punkte haben müssen aus der Hand geben, ist für mich eigentlich überraschend. Bitte, Andreas. Ja, ich würde einfach gerne das Beispiel von Aschua nehmen, wo wir das letzte Jahr wirklich ein Problem hatten, weil Aschua von der Konkurrenzfähigkeit einfach schon ein bisschen tief war. Und Kloten hat das ja ein paar schwierige Resultate gehabt, sind aber einfach vom Leistungsniveau recht gut. Also ich habe sowohl Kloten Aschua als auch Langnau besser besetzt von der Bewertung her, als was ich es vorausgedacht hätte. Und eben der Sieg heute von Aschua ist eigentlich für die Liga grundsätzlich gut. Man möchte, dass eigentlich die Teams möglichst beieinander sind und von dem her gesehen das positiv.
Wunderbar, ich danke euch ganz herzlich für eure Einschätzungen heute Abend. Schön, seid ihr da gewesen. Ich wage noch einen Blick voraus. Morgen gibt es das Live-Spiel hier auf MySports. Ist Davos gegen ZSC Lions und ihr könnt live mit dabei sein. Ab 5, ab 7:30. Danke vielmals fürs Zuschauen. Habt noch Sorge und bis gleich, hoffe ich. Ade miteinander. We'll be right back.